Mein Name ist Flavio Giesler, ich bin von Schattdorf. Meine Partei ist CVP. Ich bin selbstständiger Rechtsanwalt Schattdorf. Meine Interessen? Ich schütte das Flehle, ich mache Musik mich auf dem Postsack und bin in diversen Vereinen am Vorstand engagiert. Meine grösste Stärke meinte ich, ist, dass ich mit Politikern von allen Parteien gut zusammenarbeiten kann. Das ist das Erfolgsrezept für mich in der Politik. Meine grösste Angst ist, dass viele Leute in den Landrat kommen, die sich nicht engagieren, die nichts machen. Das ist schade und das schadet unserem Kanton. Ich bin stolz auf den Kanton Uri, weil wir die schönste Landschaft der Schweiz haben. Wir haben alles, was man bieten kann. Wir haben Berge, wir haben Seen und wir haben alles, was jung und alt begehrt. Mich stört im Kanton Uri, dass wir zu wenig Sportanlagen haben. Da setzen wir uns ein und wenn wir uns in Zukunft einsetzen. Ich würde gerne 4 weitere Jahre Landrat, weil ich diverse Projekte am Laufen habe, die ich gerne noch umsetzen will für unsere nächsten Generationen. Flavio, du bist einer dieser jungen Politiker, die schon Erfahrungen sammeln konnten. Du bist schon 4 Jahre im Landrat gesessen. Was hat dich in diesen 4 Jahren am meisten überrascht im Landrat? Ja, am meisten überrascht hat mich das eigentlich. Also ich merke, dass Parteipolitik nicht immer im Vordergrund steht. Das hat mich aber sehr positiv überrascht und auch gefreut. Du möchtest gerne weitere 4 Jahre im Landrat verbringen. Sag mir eine konkrete Sache, die du möchtest bewirken in den nächsten 4 Jahren. Wir haben jetzt gerade ein konkretes Projekt mit einer Motion, die wir von der Jungen CVP zusammen eingereicht haben, von der Selin Hohaber, wo wir wollen, dass Sportanlagen regionale, also unter anderem Sportanlagen können, vom Kanton mitfinanziert werden. Das wäre ein wichtiges Anliegen, das wir haben. Ja, Flavio Giesler, du bist Anwalt, hast eine eigene Kanzlei in Schattdorf, bist selbstständig, arbeitest nebenbei noch 30% in Luzern. Du brauchst sehr viel Zeit, jeder Mensch hat gleich viel Zeit zur Verfügung. Hast du eigentlich Zeit für Politik? Ja, aber gerade dankdem ich selbstständig bin, habe ich Zeit für Politik. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen 100% Job hätte, würde es viel schwieriger, das noch zu machen. Aber dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich auch während der Arbeitszeit, wo ich politische Sachen erledige. Und das erleichtert schon, Politik zu machen. Man ist einfach viel flexibler und das braucht es in der Politik. Du löst es häufig Lichter später in deiner Kanzlei, nehme ich den Fall an? Ja, ab und zu, je nachdem, wo der Hirn brennt, es halt auch am Sonntag. Ja. Als Jurist hast du sicher den Fall Ignaz Walker mitverfolgt. Wenn ich, der auch Jurist bin, an ein Seminar gehe, auf Luzern, an ein Juristenseminar, höre ich immer, ja, was haben wir wieder gepostet? Typisch Urner. Hat der Ruf vom Kanton Uri durch den Fall effektiv gelitten? Wie siehst du das? Ja, also ich habe das Gefühl, ein Stück weit hat er schon gelitten. Das ist schon so. Also, wie zeigt ich habe mich etwa rechtfertigen, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist einfach ein Chaos, das ihr habt. Was läuft da eigentlich staatspolitisch? Also da hat schon ein bisschen gelitten durch diesen Fall letzten. Stört dich das? Sicher stört mich das, ja. Also ich bin eigentlich immer sehr besorgt, den Kanton Uri wirklich so darstellen, wenn er ist. Und das ist nämlich gut. Und das ist natürlich doof. Aber meistens, wenn man mit den Leuten redet, kann man das relativ gut korrigieren. Du willst den Kanton Uri schön darstellen. Ist das gleichzusetzen mit schön reden? Nein, definitiv nicht. Also ich bin immer noch völlig davon überzeugt, dass der Kanton Uri alles bietet, was es braucht. Aber außer jetzt mit der Sportanlage, die ich gesagt habe, aber sonst ist für mich der Kanton Uri der einzige Kanton, wo ich im Moment leben will. Ja. Hat das Vertrauen in die Justiz gelitten? Ich denke, im Kanton Uri hat es im gewissen Sinn vielleicht schon ein bisschen gelitten durch die ganze Medialisierung des ganzen Falls. Das ist definitiv so. Aber ich denke, wenn das nach wieder ein abflacht, wird das Vertrauen sicher wieder aufgebaut. Ja, du bist Jurist, du hast jetzt eine eigene Kanzlei aufmachen in Schattdorf. Es gibt viele Leute, die an die ETH gehen, die studieren, die sonst sehr gute Ausbildungen machen, die hier im Kanton Uri keinen Job finden. Was für ein Rezept hast du, um dem entgegenzuwirken? Also Rezept konkret, wir haben sicher schon gute Sachen gemacht. Wir haben jetzt einen Teilbus, was für den Kanton Uri absolut top war, oder? Zum einerseits Leute da anholen, die wir vielleicht brauchen, andererseits aber auch Leute, die im Kanton Uri sind, können die anderen nur arbeiten. Also sie kennen Jobs, die es vielleicht nur in der Stadt gibt oder in grösseren Büros. Die Leute, die einen Job haben, können weiterhin jetzt im Kanton Uri wohnen und so besser pendeln. Das ist sicher wichtig für unseren Kanton. Du unterstützt die Pendlerin? Ja, wenn es dazu führt, dass die Leute im Kanton Uri wohnen bleiben, unterstütze ich das. Ja. Was können sie für Nachteile haben? Ja, Pendeln hat immer Nachteile. Ich sage jetzt, rein aus umweltpolitischer Sicht ist es natürlich besser, wenn die Leute dort wohnen, wo sie arbeiten. Das ist aber nicht ein verkappter Grüne. Nein, ich sage ja, ich unterstütze das Pendeln, weil ich ein Urner-Patriot bin und sage, es kommt uns zu gut. Aber es ist natürlich klar, aus grüner Sicht wäre es sicher optimal. Aber ich, dadurch bin ich wahrscheinlich auch sicher nicht grün.
Dann kommen Sie zum C von der CVP. Du bist heute Morgen an der Parteiversammlung von der EDU Werbung machen für ein Nein zur zweiten Gotthardröhre. Hast du heute schon gebettet? Nein, ich habe nicht mitgebettet. Aber Sie haben gebettet am Anfang von der Versammlung. Das C ist für mich, also das, was dahinter steckt, da kann ich absolut dahinter stehen. Für mich, es hat aber absolut nie mehr mit der Kirche zu tun. Für mich ist vor allem nicht nur das C, sondern das, was nachher kommt, christdemokratisch wichtig. Für mich ist die CVP die demokratischste Partei. Ich meine, es gibt keine Partei, wo man so verschiedene Meinungen vertreten kann, wo das auch akzeptiert wird. Und darum bin ich eigentlich in der CVP gelandet. Vielseitigkeit ist Stärke. Ja. Die Vielseitigkeit würde ich auch vorgeworfen. Er hat kein Profil. Was ist das Profil von der CVP? Das Profil von der CVP ist, dass man sicher immer sachlich ist. Dass man die Vorlagen zuerst anschaut, bevor man entscheidet. Man hat halt weniger, ich sage jetzt so, Ideologien, wie andere Parteien haben. Ich sage es vor allem SP oder SVP. Durch das man das nicht hat, kann man viel unvoreingenommener die ganze Sache anschauen. Kann schauen, was macht Sinn und was macht nicht Sinn und nachher entscheiden. Ich meine, das wäre eigentlich der richtige Weg und das passiert in der CVP so. Das ist mir eben sympathisch. Flavio, ich danke für das Gespräch. Danke, nein. We'll be right back.